Heute zeige ich euch das Rezept von Omas leckeren Schmandkuchen. Schmeckt wunderbar cremig und fruchtig. Und so wird der Schmandkuchen gemacht. Wir brauchen eine Bio-Zitrone. Reiben jetzt die Schale ab und pressen den Zitronensaft aus. Nun brauchen wir eine Rührschüssel und geben 240 Gramm weiche Butter, 140 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz und die abgeriebene Zitronenschale dazu. Nun diese Zutaten hellcremig aufschlagen. Geben unter Rühren 5 Eier hinzu. Ich hatte leider nur noch 4 Eier übrig, aber es hat auch mit 4 funktioniert. Nun brauchen wir noch 3 Teelöffel Backpulver. Und geben unter Rühren nach und nach 250 Gramm Mehl dazu. Nun geben wir unseren Teig in eine hohe Kastenform, verstreichen darin den Teig und geben alles 12 bis 15 Minuten bei 190 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. Kommen wir nun zur Schmandcreme. Für diese brauchen wir 1200 Gramm Schmand, 2 Eier, ein Päckchen Vanillepuddingpulver, 130 Gramm Zucker und 3 Esslöffel von unserem Zitronensaft. Nun das alles noch schön glatt rühren. Den Teig aus dem Ofen holen und unsere Schmandcreme schön darauf verteilen. Im letzten Schritt geben wir das Ganze nochmal 30 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. Wer möchte, kann den Kuchen jetzt noch mit Zimtzucker bestreuen. Hier ist nochmal das gesamte Rezept für euch. Für weitere Kuchenrezepte habe ich hier noch was für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.